So. Okay. Noch geht's. Noch ist alles machbar. Da kommt was an. Elendiger dunkler Templer hier. So. Okay. Dann schauen wir mal, was wir noch so bauen können. Wenn wir das hier ausgebaut haben. Und wenn das Wörtchen wendig wäre und so. Hier machen wir mal den hier. So. Evolutionskammer. Nein, das brauche ich jetzt auch nicht. Gut machen wir. Kriecherkolonien hier. Und da. Und vielleicht noch eine direkt dazwischen. Warum nicht? Eine zum Schießen. Aha, ist ja zum Schießen. Ja. Ja, dann brauchen wir es halt mehr. Dennoch würde ich halt gleich hier mal gerne mich so weit ausbauen. Dass ich dann irgendwie was hab zum Scouten hier so. Keine Ahnung. Mutterlisten oder sowas. Ne? Wieso wusste ich das nur? Müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass wir hier auseinanderfallen. Ja, mehr Mineralien hier, mehr Mineralien da. Deswegen will ich ja gleich mal rumgucken hier. Okay. Ja, Mineralien ist halt wirklich im Moment so ein bisschen so. Weißt du? So. Ja. Okay. Ab in die Mineralien. Was soll's? So, jetzt aber. Nein. Nein. So. Ich hätte hier was gesehen, aber nö. Dann nicht. So, wenn wir dann zwei, drei Mutas haben, dann können wir mal gucken. Ob und wo wir weitere Mineralien kriegen können. Eine weitere Kolonie aufbauen oder sowas. Derzeit ein paar Overlords. Overlord, Overlord. Wo bist du, mein Overlord? Also Mineralien läuft, ne? Aber Mineralien hapert halt. Aber Vespingas läuft halt noch. In Anführungszeichen, ne? Wir wissen, wie schnell das halt plötzlich dann geht, dass dann das nicht mehr läuft. Deswegen, ne? Was zum Erkunden wäre nicht verkehrt. Ja, das war klar. Das war so klar.
Alles noch relativ ruhig, ne? Das wird sich vielleicht auch sehr schnell ändern. So. Alle mal darüber fliegen, bitte. Da haben wir Minereien, da haben wir anscheinend eine kleine Basis, die wir zerstören müssen. Eine von den vielen. Vielleicht auch sogar die erste, die wir dann zerstören werden. Da haben wir Minereien. Da müssten wir halt nur einen Overlord halt hinschicken, ein paar Drohnen niederlassen und all sowas. Okay, wir müssten hier erstmal freikämpfen. Dazu brauchen wir ein bisschen was Stärkeres oder mehr. Oder beides. Gut, machen wir Schraubstoff auf jeden Fall wegen mangels Königinnennest. Entwicklung kostet halt natürlich enorm, ne? Aber es muss, das muss. Das ist uncool. Nein, das wollte ich gar nicht. Egal. Gemacht ist getan. Ja. Drohnen wandern ja ständig hier hin. Ich finde das gut, dass halt in StarCraft 2 dann halt eingeführt wurde, ey, ne, du kannst Drohnen anderen Wegpunkt zuweisen als allen anderen. Ja. Hm. Anscheinend da. Gut. Ich wollte ein Königinnennest bauen. Mach das mal irgendwo dahin, wo es nicht stört. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich könnte damit hier besser scouten und so weiter, aber... weißt du? Wozu? Und so. Ja, wir haben unsere Mutas, die können wir jetzt auch gleich angreifen. Transport für Overlords werden wir auf jeden Fall entwickeln, das brauchen wir. Hier diese Basis werden wir wahrscheinlich als erstes dann ausrotten. Wenn wir stark genug sind. Wenn wir Mineralien haben. Und entwickelt sind. Und. Alles nicht so einfach. So. Ultralisken-Höhle bauen, dazu aber halt erstmal einen davon auf jeden Fall in die Mineralien, weil Ultralisken brauchen viel Ressourcen. Viel. Da fragen ihn nach Sonnenschein. Optimal halt wirklich so eine Konstellation aus Wächter und Ultralisken. Kostet nur so viel Ressourcen. Alles halt dann schon, ne? Fast non plus ultra. Und zwischendurch dann ein Overlord, der halt Unsichtbarkeit entwickeln, entdecken kann. Ach ja, ach ja. So. Machen wir hier Schwarmstock. Und bauen! Yay! Yeah. So, hier sind irgendwo irgendwelche Evolutionen abgeschlossen, das finde ich sehr schön. Machen wir das hier. Wird schon. Vielleicht noch ein paar Overlords.
Ja, aber um Ultralisten dann überhaupt einen Trupp zu haben, brauche ich echt wahrscheinlich mehr Mineralien, als ich derzeit haben kann. Und wir gucken mal, was wir noch so haben. Ganz vorsichtig und unschuldig, so wie ich bin. Zug. Das hilft nichts. Wir müssen in einer der Basis einfallen, weil es gibt jetzt so nicht so viel. Hm. Okay, das ist gebaut. Ultraliskenhöhle wird gebaut. Kann ich schon sehen, was das mich kosten wird? Nee. Leider nicht. Mein Moment, ja, sowieso, wir wollen das hier haben. Ja, ich glaube, hier unten brauchen wir bald hier militärische Unterstützung. Sehr bald wahrscheinlich. Dann mal ein paar Mutas hier, die dann hier mit rein können. Das Pinkasier war hier auch. Ja, ja. So, ein Ultralisk kostet mich 200 und 200 und 4 Versorgung. Geht eigentlich. Ich habe das teure in Erinnerung. Ja, trotzdem teuer. Teuer ist teuer. So, bauen wir mal den Schüssling hier aus, gleich. Dann machen wir hier draus Wächter. Weil ich es kann. Oder muss. Oder beides. Gar nicht wahr. Alles gut. Alles gut? Alles gut. Da geht eigentlich, ne? Verteidigung der Signale-Dinger, wo halt dann die Dinger nicht durch dürfen und so. Das geht. Hab ich schon immer gesehen. Ja, jetzt kommen sie aber auch ständig an. Oh, oh, oh. Ich hätte nichts sagen dürfen. Ich hätte wirklich nichts sagen dürfen. Vielleicht habe ich auch nichts gesagt. Kam wahrscheinlich hier ein Räuber an oder so. Okay, also da unten die Basis nervt extrem. Einen Schaden machen, wie oft wir draufhauen müssen, ne? Wegen den Scheißschilden. Ist auch nur wow. So, ausbauen. Kostet so viel Ressourcen, das ist unglaublich. Aber naja, was muss, das muss. Und dann die Verteidigung hier ausbauen und dies und das und jenes und Panik. Wirklich einfach nur Panik. Jetzt bleibt doch mal hier. Nein. Euch wollte ich, genau. Ist das denn so schwer? So, bitte warten. Damit ist Vespingas auch so ziemlich verbraucht. Und hoffe ich, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, wie immer. Wie immer.
So. Jetzt müssen wir da drüben attackieren, damit wir da an die Ressourcen kommen. Wenn das nicht hinhaut, haben wir ein Problem. Ich meine, selbst da, ne, sind ja nicht so viele Mineralien. Aber man muss kriegen, was man kriegen kann. Ich kann das Ziel nicht attackieren, wolltest du mich verarschen? Die können keine Lufteinheiten attackieren. Okay. Wieder etwas schlauer geworden. Gut, das heißt, wir brauchen aber dennoch halt noch ein paar Mutas, die halt hier die Schiffe attackieren. Komm runter da. Okay. Guti. Haben wir ein Problem, dass wir da immer noch hin müssen und da sind immer noch zwei Schiffe. Wir haben kein Vespingas. Was wir natürlich auch machen könnten, was vielleicht ein bisschen kostengünstiger ist. Aber auch riskanter. Wir setzen dort hier einen Druck irgendwo ab. Was geil, kommen die da hin? Das wäre natürlich super. Oh, lauf doch da nicht alle rein. Nein, 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 nein. Machen wir das so. Schicken wir die da hin, dann müssen wir auch. Aber wenn hier tatsächlich kein Spalt zwischen ist, dann geht das. Wenn es wirklich, wenn nicht wäre. Gib mal da rein. Komm, nehme ich gleich hier raus. So, und dann mal gucken. Ja, das sieht doch formidabel aus. Perfekt. Wirklich, perfekt. Ideal. So. Haben wir jetzt hier ein paar von denen hier. Wir gehen einfach mal da hoch. Die machen das hier schon. Die sind ja schon groß. Panzerung. Geht nicht. Das hier. Irgendwas muss ja sein. So. Einer von euch macht hier mal Ditte hier. Und die anderen gehen schon mal in die Mineralien. Ist jetzt nicht so viel. Muss gucken, ob ich halt irgendwoher noch was anderes rauskriege. Dann müssen wir so wirklich so langsam zum Angriff übergehen. Die Frage ist halt, ne, wie am besten attackieren. Achso. Wo werden sie denn angegriffen hier? Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Wo lauft ihr denn hin? Wo lauft ihr denn hin? Warum laufen die nach da unten? Seid ihr denn blöd? Ganz ehrlich, was soll denn der Spaß jetzt? Die haben hier eine Basis, wo sie reinlaufen können. Warum laufen sie da unten hin? Ganz ehrlich. Oh Gott, und hier ist ja auch empty. Ist nur ein Berserker.
Betonung auf nur, ne? Die sind doch bescheuert hier, die Drohnen. Meine Fresse. Einmal mit Profis. Also richtig. So, jetzt aber bitte. Das hat mich jetzt sehr stark zurückgeworfen. Sehr, sehr stark. Problem ist halt immer noch, ne? Mangels Ressourcen. Aber wir arbeiten ja dran. Mit Hochdruck. So, aber ob daraus auch wirklich was wird und ob ich da auch wirklich noch was hinkriege, wie ich mir das vorstelle, das schauen wir uns an in der nächsten Folge von StarCraft. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.